So, ihr Lumpis da draußen. Weiter geht's mit Going Medieval. So, und wir bauen, bauen, bauen. Das heißt nämlich, wir haben hier oben das Dach fertig. Das heißt, der nächste Stock kann kommen. Halt erst wieder eine Tür. Und die machen wir jetzt wieder hier hin. Das Holzschild ist jetzt. Das Holzschild ist verrottet, das ist schlecht. Ihr sollt euch nämlich eure Sachen holen, mal hier. Ihr müsst ihr erstmal aufwachen. Erstmal aufwachen dann. Und dann guck mal, was fehlt. Und das bauen wir dann gezielt, würde ich sagen. Also, hier haben wir die Tür. Dann kommt hier wieder Lehm. Und Lehm. Lehm, 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 Lehm. Mal gespannt, wie hoch man bauen kann. Wirklich so ganz hoch bauen kann. Und kann man da oben auch dann stehen und die, können die auch von ganz oben schießen, ne? Das ist dann die Frage. Die Frage der Fragen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, das geht jetzt nicht hier. Doch, 3. Es geht. So, immer schön drei dazwischen. Genau. Und dann wieder Weidenboden drüber. Ah, da muss er immer ein bisschen rechnen. Wir machen einen Weidenboden drüber, da müssen wir rechnen. So. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was wir dann da in die in diese Räume machen. Aber es geht jetzt mir eigentlich auch nur darum, mal zu schauen, wie hoch kann man denn hier bauen. So, den Lehm haben sie hier schon mal weggeholt. Dann machen wir da nochmal neuen. Hier kann man noch Lehm holen und da und da und hier. Überall Löcher. So. Das müsst ihr mal ein bisschen Lehm geben hier. So, habt ihr euch jetzt mal ausgerüstet? Ja, das sieht ganz gut aus. Aber doch. Haben wir doch alles hier. Super. Wir könnten aber trotzdem noch mal so ein paar Schilde machen, beziehungsweise mal eins wenigstens. Komm. Angriff der dritten Wiederkunft. Rüstungen schimmerten und Wimpel, die drei weiße Kreuze trugen, flatterten im Wind. Zuerst beteten sie, dann tilgten sie die Ungläubigen. Die Kirche war ebenso erbarmungslos wie fanatisch. Da kommen wieder einige. Da kommen wieder einige an. So, und jetzt kommt ihr von da. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie ihr überhaupt da hinkommt gleich. Wir machen jetzt erstmal langsam. So, die kommen ja nicht gleich. Nee. So, ich wollte jetzt hier trotzdem nochmal ganz kurz. Nee, wo baue ich denn das nochmal? Bei der Schmiede? Wo baue ich denn nochmal die Holz-Booklet-Dinger? Hier. Da machen wir doch mal drei neue. Ne? Hier brauchen wir Leder, das haben wir nicht. Hier brauchen wir Textilien. Machen wir nochmal einen. Vielleicht auch noch einen Helm. Leder haben wir nämlich nicht. Aber machen wir einen. So, okay, startet den Angriff. So, kann ich euch hier alle markieren? Nee, leider nicht. Ne? Kann ich alle sagen? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Kann ich so nicht machen. Naja, gut. Da muss ich die wieder einzeln hier sortieren. Ah, das ist ja blöd. Es wäre cool, wenn man die jetzt noch so, wenn man sagen könnte, ihr alle Fernkämpfer. Ach nee, warte. So. Ihr alle Fernkämpfer geht mal in. Also, dass man die markieren kann. Ne? Kommt mal her und werdet mal aktiv. Die zwei auch noch bitte hier hin. So, wieder die Türen schließen, wenn alle durch sind. Sivat,
dich noch hier rein, dass ihr mal alle hier reinkommt und dass wir dann die Türen zumachen. Richard. So. Die müssen jetzt sowieso erstmal gucken, wie die da hochkommen. So, sind alle drin? Ich glaube ja. Können wir nämlich hier sagen, macht das zu. Und macht das zu. So, wer macht das? Der Alrik nicht. Nee, ist halt hier. Enota, Enota. Mach mal hier die Türe zu. Nee, doch nicht. Jetzt hat sie erst die zugemacht. Bist du blöd? So, und jetzt bitte das hier erstmal absperren, bevor du die andere absperrst. So. Ja. Hallo? Will die Tür haben. So, verschlossen. Absperren. Sehr schön. Und dann bitte hier so hin. So, wo kommen sie denn jetzt? Ich komme jetzt hier total verstreut lang. Oder? Ja, mal abwarten. Da sind, kommen sie hoch. Okay. Das heißt, sie kommen von da. Bogenschützen in Stellung. So, damit ihr schon mal schießen könnt mit den Langbögen und mit allem anderen auch. So. Müssen sie halt noch treffen. Ja, einer hat mal wenigstens getroffen hier. So, die sind schon wieder an der Türe. Und die sollen hier ruhig noch drauf schießen. So, und dann bitte wieder hier alle mal hin. So, Ottgen, da sind einige hier. So, du kannst mal hier. Nee, wobei Cole. Geh du mal hier rüber. Hier hin. Dann haben wir hier noch den Alrik, der soll dahin. So. So, Ottgen ist tot. Der nächste ist tot. Die Tür, die ist noch sehr stabil. Ja, soll rück mal einer zur Tür kommen. Also, die KI von den Gegnern ist natürlich echt extrem schlau, dass sie immer wieder zur Tür rennen. Douglas ist tot, noch einer tot, alle tot. Boah, der kriegt hier richtig bam, 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 bam. Eorik. Auch tot. Colin. Dim, 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 dim. Kommt, können wir ein bisschen schneller machen. Die schießen die ja jetzt hier gemütlich ab. Sieg! Sieben sind wieder gestorben. Keiner verletzt worden. Jetzt versuchen sie wieder abzuhauen. Christian. Oh, kriegen wir den noch? Nee. Nee. Ja, vielleicht, wenn wir hier rüber rennen. Mal gucken. Ihr könnt schon mal auf jeden Fall wieder euer Tagwerk weitermachen. Können wir da nochmal schießen? Nee. Dann nicht. Macht ihr hier mal weiter. Wir machen hier wieder Standard. Und sagen wieder hier bitte alles erlauben. Könnt ihr euch die tollen Sachen, die man da so findet, nehmen. Ja, soweit. Ne? Also die Angriffe machen mir echt überhaupt keine Angst. Das ist... ja, nicht der Rede wert, würde ich sagen. Die Angriffe sind sehr lächerlich, wenn man hier ein bisschen Zinnen hat und ein bisschen Highground. Vor allem auch die Gegner haben ja nicht mal Schusswaffen, also die kommen nicht mit Bögen. Hm. Oh, was liegt denn da? Da liegt auch noch Zeug. Das geht natürlich nicht. Oh, wo bin ich jetzt?
Was habe ich jetzt getan? Ich will das hier und ihr kann nicht eins noch rund so? Doch, jetzt bin ich auf der Ebene. So. Jetzt hier unten irgendwas verboten? Nee. Glaub nicht. Gut. Sieht's hier oben aus mit unserem Hochhausbau? Läuft. Enotta ist 39 geworden. Schön. Schön, schön, schön. So, und seid ihr jetzt auch wieder... Nee, da wollte ich nicht hin. Hier. Jetzt seid ihr alle auf jeden Fall so ausgerüstet, dass ihr euch selbst ausgerüstet habt und nicht euch irgendjemand eine Waffe in die Hand gezwungen hat. Und dieses Bollwerk hier, dieses Lehmbollwerk. Können wir hier noch gemütlich fertig bauen, hä? Dum, 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 dum. Also das mit den Außentreppen finde ich nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz gut. Schön oder nicht schön, darüber lässt sich natürlich immer streiten, aber ich finde es effektiv, hier so eine Außentreppe immer zu haben. So. Beschafft uns mal die Bauressourcen. Ja, da wird der Lehm geholt, da wird Holz geholt. Easy. Warum seid ihr jetzt schon wieder verärgert? Religiös vermisst. Aktiv. Was? Was hat er denn? Wir sind halt durstig, ich weiß. Keiner will Bier brauen. Die Gerste ist auch schon wieder hier komplett vermodert. Wird jetzt auch bestimmt bald wieder Winter und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir da genug Essen haben, aber im Moment, wenn die... Ups, wollte hier nochmal runter gucken, wie die Temperatur hier unten ist. Solange das Minusgrade sind, verrottet mir hier nichts. Das heißt, wir haben hier richtig schön viel Eintopf und allen möglichen anderen Kram. Das ist doch nett. So, da sind natürlich ein paar Sachen jetzt verrottet. Nicht so schlimm. Ich lasse die jetzt, glaube ich, da mal wirklich diese Sachen hier noch runterbringen in den Keller. Das heißt, ich gebe denen jetzt gar keine anderen Anweisungen. Die sollen jetzt von mir aus da das bisschen bauen und die Bäume fällen. Das könnt ihr aber im Winter auch machen. Das Holz verrottet das auch. Tatsächlich. Aber es geht eine Weile. Es geht ein Jahr. Das ist okay. Da denke ich, können wir warten. So, wir hätten auch eine Forschung verfügbar. Okay, wir können jetzt mal irgendwo drauf gehen. Was will ich denn haben? Ich will eigentlich das hier haben. Da bräuchte ich aber schon die Forschung 3. Das heißt, 30 von diesen Thesen. Nee, 30 Lehrbücher. Das können wir noch in Auftrag geben. Lehrbücher bitte 30. So. Da wird hier im Saal gegessen und nochmal geerntet. Sehr schön. Es werden Bauressourcen beschafft, zum Lagerplatz transportiert. Gott, Stan ist schon dabei, die Lehrbücher zu schreiben. Und es ist jetzt aber auch schon spät. Ihr könnt auch mal schlafen gehen. Wir können hier oben eigentlich noch Betten bauen. So im leeren zweiten Stock. Dass ihr hier noch ein paar Betten habt. Hölzernes Heubett. Ich glaube nicht mal, dass ich Heu habe. Aber hier ist dann so ein... Kann man so ein bisschen Platz haben. Haben wir denn Heu? Ah, wir haben Heu. Ja, ich sag nichts. Wir haben Heu. Habt ihr Heu? Hab ich Heu? Hier liegt Heu.
So. Ja. Was kann ich denn noch machen? Außer jetzt forschen und so weiter. Und abwarten, bis ein Update kommt. Ich denke, ich werde jetzt hier noch versuchen, so hoch wie möglich zu bauen. Wir sind ja schon auf Ebene. Welche Ebene ist das hier? Das ist Ebene 10. Das heißt, sechs Ebenen kommen noch. Ich könnte theoretisch noch drei Stock dann bauen. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal gucken. Bau misslungen. Mensch, Leute. Mach doch auch erstmal die Mauern fertig. Was soll denn das? Ihr könnt doch nicht einfach so ein Dach bauen ohne Mauer. Wo führt denn das hin? Hier liegen auch noch so viele Leinen. Was schneidern tut irgendwie keiner, ne? Ich glaube, bauen ist für die echt die höchste Priorität. Die beschaffen dann die Ressourcen, bauen erstmal. Ist ja auch okay, könnt ihr ja machen. Der Eirik ist jetzt auf 30 in Bau. Also, wie weit geht das denn? Ich meine, wie gut kann man denn werden? 30 ist das das Höchste, ich glaube, oder? Kriegt er jetzt noch weiter hier? Fühlt sich der Balken noch weiter, wenn der irgendwas baut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Doch, tatsächlich. Wow. Okay. Dann machen wir halt noch mehr. Dann werden die halt noch besser. Und noch schneller, oder wie? Kann man dann auch. Bei RimWorld ist ja dann so, umso besser diese Baufähigkeit, da kann man dann auch Meisterwerke erschaffen. Also zum Beispiel ein verziertes, geschnitztes Bett oder sowas. Ich glaube, das ist aber hier nicht möglich. Vielleicht kommt das noch. Keine Ahnung. So, die Mauern. Nee, hier drüben. Ja, da werden noch. Da werden die Mauern jetzt hochgezogen. Die Mauern sind schon mal außen rum. Jetzt fehlen nur noch die Zweige, die da hinten irgendwo rumliegen fürs Dach. Und dann lasse ich die mal ein bisschen machen, weil die den Stock bauen, den nächsten Stock, das können wir dann auch im Winter machen. Aber im Herbst würde ich jetzt gerne noch die ganzen Sachen in den Keller bringen. Ist denn da noch Platz? Nicht, dass der voll ist. Nö, aber da ist noch gut viel Platz. Da liegt ja auch massig Kohl rum. So 600 irgendwas. 632 Kohl. Und wir haben auch schon wieder 200 Eintopf. Das heißt, die können da auch wieder Eintopf draus machen. Okay. Zweige herbei, bringt mir die Zweige. Und dieser ganze Gedöns. Ja, das ist okay, die Winterkleidung. Verstehe nicht. Vorhin haben die eine Tür so schnell eingerannt und diese Tür, die ist noch gar nicht irgendwie, hat noch keine Probleme gehabt, dass da irgendwie was passiert wäre. So, es ist Felicia ist noch unterwegs. Godstan ist noch unterwegs. Der ist ja sowieso einer, der nachts gerne arbeitet. Warum Felicia jetzt hier noch irgendwas tut, weiß ich auch nicht. Die soll doch mal schlafen gehen. Ja, jetzt geht's schlafen. Ja, wurde auch mal Zeit. 2 Uhr nachts, ne? Da habe ich aber nicht gesagt, dass sie da irgendwas machen soll, ne? Das ist nur der Godstan, der so rum arbeitet, weil der gerne nachts arbeitet. Einfach. Deswegen lassen wir den immer durcharbeiten und dann, wenn die anderen aufstehen, geht er schlafen. So, geht erst nochmal beten und dann geht er schlafen hier. Ne? Ist er schlafen gegangen, alle anderen sind aufgestanden, erstmal was essen, sich unterhalten. Ein kleines Gebet. Genau, und dann wird hier Runkelrüben Runkelrüben geerntet. Gerunkelrübt. Tja. Und so guckt man halt dann zu hier, ne?
nur noch das Dach fertig sein und dann hier die Gerste. Das ist noch interessant, dass wir da ein bisschen Bier kriegen. Aber jetzt lassen wir sie erstmal das Dach fertig bauen. Auch wenn ab und zu mal der Baum misslingt. Nicht so schlimm. Da werden neue Zweige geholt. Das stelle ich mir aber trotzdem auch sehr instabil vor, ne? Wenn man da so ein Dach hat und das besteht nur aus Zweigen. Mal sehen. Mal sehen, wie es weitergeht hier. Tja. Unsere kleine Burg. Schauen wir mal morgen. Vielleicht kommt ein neues Ereignis, vielleicht ein Update. Man weiß es nie. Ne? Ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Bis dann.